Das Promi-Geflüster wieder mit einer sogenannten ESC-Ausgabe. Und da bei uns bislang die Männerquote für die Teilnehmer zum Vorentscheid gerade überwiegen, wird es Zeit, dass jetzt mal die Frauenquote ein bisschen nach oben getrieben wird sozusagen. Und da freue ich mich ganz besonders, heute die Paddy Gurdy im Interview zu haben. Ich sage erstmal Halli und Hallo und herzlich willkommen. Hi, vielen Dank. Ja, ESC, Vorentscheid, das steht ja jetzt an am 3. März und 9 Kandidaten sind es, die jetzt, sage ich mal, alle um die Fahrkarte sozusagen dann bibbern und gerne nach Liverpool fahren möchten, so natürlich auch du. Ne? Richtig, genau, wir sind schon mitten in den Vorbereitungen. Ja, lange ist ja nicht mehr hin, also das sind jetzt bloß noch wenige Tage, wenn wir jetzt hier die Folge dann ausstrahlen, dann geht es ja wirklich ganz, ganz streng zur Sache dann am 3. März in Köln zunächst mal. Genau, die 8 weiteren Kandidaten, kennt ihr euch ein bisschen untereinander schon oder sind die dann jetzt alle komplett auch neu für dich? Genau, die sind auch alle neu für mich. Wir haben uns noch nicht persönlich getroffen. Das wird dann, denke ich, anders sein, sobald es tatsächlich an die Proben geht. Ja, und da wird es natürlich, glaube ich, Anfang März dann wirklich spannend. Eine glockenklare Stimme hast du. Das habe ich jetzt wirklich schon im Video raushören können. Also wirklich Kompliment. Definitiv. Dankeschön. Du bist Singer-Songwriterin auch, also machst auch deine Texte Richtig. Und deine Musik sozusagen selbst. Und einen großen Teil davon. Ein Teil davon, okay. Aber ein Großteil, sagen wir mal, oder? Genau, also Melodies of Hope zum Beispiel habe ich mit meinem Produzenten Hannes Braun geschrieben. Aha. Und der Titel, der gibt natürlich Hoffnung. Hoffnung natürlich für alle, gerade jetzt in den schwierigen Zeiten, die wir hinter uns haben da und auch vielleicht noch vor uns haben werden in nächster Zeit. So ist es. Also der Hintergrund von meinem Lied liegt auch ein bisschen darin, dass ich in 2021 Opfer der Jahrhundertflut wurde und da habe ich mein Musikstudio und mein Zuhause verloren. Mhm. Aber im richtigen Moment hat mich meine Fan-Community quasi im Fallen aufgefangen. Und das war so beruhigend zu wissen, dass da Menschen sind, die mich supporten, die es mir ermöglichen, wieder ein neues Musikstudio aufzubauen, dass ich jetzt natürlich auch was zurückgeben möchte. Mhm. Und das mache ich gerne mit Melodies of Hope. Genau, da geht es um Hoffnung und auch diese Wiedergeburt. Das war natürlich eine schlimme Sache. Ich glaube, da ich weiß jetzt nicht, wie weit wir da nochmal kurz nachfragen dürfen. Wie ist ein Stand der Dinge aktuell im Ahrtal? Mhm. Geht was voran oder ist da auch Stillstand? Was wäre so deine Appell an die Verantwortlichen? Nein, Stillstand ist es Gott sei Dank nicht. Also es geht langsam voran. Es ist natürlich sehr kompliziert, weil natürlich jedes Gebäude auch irgendwie anders betroffen war. Und für mich sieht es jetzt gerade so aus, dass ich Übergangslösungen für alles gefunden habe. Wie gesagt, auch dank meiner Community, dass ich jetzt wieder ein Zuhause und ein Studio habe. Mhm. War deine Familie da dann auch mit betroffen oder hat es dich jetzt da mehr oder weniger nur alleine sozusagen getroffen? Meine Familie hat es Gott sei Dank nicht getroffen, sodass sie mir dann auch helfen konnten. Mhm. Genau, also es waren ja, soweit ich weiß, 2 Bundesländer betroffen, auch teilweise Städte, die vorher noch nie Probleme mit Überflutung hatten, aber Gott sei Dank hat es ja auch einige auch verschont. Ja. Nee, hoffen wir mal, dass es wirklich da wieder aufwärts geht. Das Ahrtal als solches ist ja wirklich eine schöne Gegend. Ich meine, ich war zwar noch nie da, aber ich kann mir es gut vorstellen, wenn links und rechts der Wein blüht entlang der Ahr. Also kann man traumhaft vorstellen. Mhm. Gut, kommen wir zum ESC jetzt. Also wie gesagt, dein Titel, den haben wir ja schon, denn du hast auch noch ein ganz spezielles Instrument dabei, die Drehleier. Das ist so ein gewisses Markenzeichen, also das sticht gleich ins Auge, wenn man das so sieht. Ne? Richtig, genau, also das ist mein Instrument, die Drehleier. Die hat die Flut sozusagen auch überstanden, ne?
Genau, durch Zufall war sie nämlich gar nicht in meinem Studio, sondern bei meinen Eltern. Also wieder kompletter Zufall und Gott sei Dank, ja, ist sie verschont geblieben. Die sind nämlich gar Wie? nicht so schwer zu bekommen. Leider gibt es Okay. die nämlich gar nicht von der Stange, sondern die Ah, muss man kann ich mir sich gut vorstellen. quasi machen lassen. Wie ist denn das jetzt aufgebaut? So ein bisschen Art Gitarre oder wie muss man sich das vorstellen? Also man kann sich im Grunde vorstellen, dass es ein Streichinstrument ist wie die Geige auch. Nur Aha. dass die Geige halt einen stabförmigen Bogen hat und die Ja. Drehleier hat einen radförmigen Bogen. Den Okay. zeige ich mal. Und zwar hängt der zur Hälfte im Korpus Aha. und den kann Ja, man ja. hier, genau, durch diese Kurbel kann man den sehr präzise führen. Aha. Und dann hat man ja bei der Geige die linke Hand, die mit den Fingern die Saiten verkürzt, damit man Melodien spielen kann. Und das kann man hier auch mit der linken Hand machen. Allerdings geht das über mechanische Tasten, ähnlich wie beim Klavier. Und die sehen so Sieht aus. ein bisschen aus wie eine Schreibmaschine, ne? Ja, klar, weil es so mechanisch ist, das stimmt. Ja. Und wie Genau, und klingt's damit dann? kann man dann auch, ja, gerne spiele ich das an. Es gibt aber auch noch mehr als nur die Melodieseite. Also wenn ich die Saite aufs Rad lege, dann hört man das. Ich kann aber auch noch Bass und Rhythmus dazu spielen. Aha. Dazu muss ich die mal kurz umhängen. Und zusammen klingt es dann wie so ein kleines Orchester. Das ist das Schöne dabei. Ja, wunderbar, super. Da sind wir gespannt. Sehr gut, sehr gut. Woher stammt so das Urinstrument, sage ich mal? Was gibt's da? Kommt das aus dem Mittelalter oder? Genau, das, die Drehleier hat mittelalterliche Wurzeln. Damals sahen die Instrumente natürlich noch ein bisschen anders aus. Es gab natürlich viel Entwicklung über die Jahrhunderte. Aber man kann, glaube ich, durchaus sagen, dass das so ein typisches zentraleuropäisches Folkinstrument ist. Das heißt, durchaus auch in Deutschland sehr verbreitet gewesen. Zwischendurch dann wieder halb ausgestorben und in Vergessenheit geraten. Und da versuche ich natürlich gerade alles, um die Drehleier wieder zurückzubringen. Ja, sehr gut. Und wie lange spielst du jetzt dieses Instrument schon? Ich glaube, ich habe 2014 das erste Mal so eine Drehleier gesehen, Okay, seitdem. okay. Aber sonst davor auch schon mit Geige und so, denke ich mal, dann groß geworden, oder? Genau, also Musik mache ich schon so seit ich 3 oder 4 bin. Das ging Aha. relativ früh bei mir los. Ich hatte auch meine erste Rockband mit 10 Jahren. Ich habe Klavier, Gitarre und Flöten gespielt. Aber wie das halt immer so ist, ja, mit Flöte kann man halt gleichzeitig nicht so gut singen. Und beim Schwierig. Klavier kann man sich, genau, beim Klavier kann man sich auf der Bühne auch nicht so gut bewegen. Deswegen hat es irgendwie alles nie so ganz für mich gepasst. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, habe mich ein bisschen in der Mittelalterszene umgeschaut, auch ein paar Dudelsäcke angespielt und dann bin ich total bei der Drehleier hängen geblieben. Denn als ich die das erste Mal auf dem Schoß hatte und angekurbelt habe, habe ich gemerkt, wie viel Vibration und Bewegung in diesem Korpus steckt, als wäre das Instrument lebendig. Und das hat mich einfach komplett in den Bann gezogen. Sehr gut. Und wie gesagt, wenn man es jetzt dann ins Englische sozusagen übersetzt, dann ist es die Gerdi, oder? Genau, Hurdy Hurdy-Gurdy, richtig. Gurdy, genau. Ja. Richtig. Und die Gerdi ist sozusagen bei dir im Nachnamen dann hängen geblieben, ne? Als Ja, Künstlername. genau. Patty ist mein Spitzname und Gertie ist die Ja, Drehleier. sehr schön, sehr schön. Ja, hoffentlich bringt das Glück und da drücken wir auf alle Fälle die Daumen. Dankeschön. Wer gehört bei dir beim Auftritt dann sonst noch dazu oder bist du da komplett jetzt mit deinem Instrument alleine? Also ich will natürlich noch nicht zu so viel verraten, aber was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, also natürlich werde ich mit Drehleier auf der Bühne stehen. Das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Aber wir werden natürlich versuchen, auf der Bühne wirklich die Message von dem Song darzustellen, zu Alles klar. visualisieren. Okay. Sind wir gespannt, ganz klar. Tja, jetzt müssen wir natürlich auch mal die Frage stellen, wie bei allen jetzt, die ich da so habe, wann hast du deine ersten Begegnungen mit dem ESC gehabt oder wo wurde es dir bewusst, was ESC ist?
Ja, das fing schon in der Kindheit an, beziehungsweise die jungen Teenie-Jahre, denn der ESC war ja auch mal in meiner Heimatstadt Düsseldorf. Und da war ich gerade, ich weiß nicht, ich glaube, da muss ich irgendwie 13 gewesen sein oder so. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie am nächsten Tag die Tafeln in der Schule voll bemalt waren mit We love Lena, 12 Points Germany. Das sind Genau. so meine ersten ESC-Erinnerungen. Ja, na, wäre es jetzt eigentlich auch wieder an der Zeit, dass auch wieder ein Mädel mal sozusagen für Deutschland gewinnt. Ja. Dankeschön. Warum denn nicht? Die Nicole war es ja schon mal, genau, aber das liegt ja schon fast 40 Jahre jetzt zurück, ne, mit ein bisschen Frieden. Ja, Das war stimmt. also die unsere erste, sozusagen, die den ersten Platz damals bekommen hatte. Ne? Genau. Und ein Hammer-Song. Ja, zeitgemäßer denn je, ne? Muss man Ja, leider sagen. Ne? Ja. auf jeden Fall. Ja, hoffen wir mal, dass da die Entwicklungen sich da hoffentlich irgendwann mal wieder Richtung Frieden zeigen. Das wäre ganz gut. Ne? Wie bereitest du dich jetzt dann aufs große Ereignis am 3. März erstmal vor? Gibt es da irgendwelche Rituale oder noch irgendwelche Sachen, wo man noch trainieren muss? Also ich übe natürlich mein Lied bis zum Umfallen. Und naja, jetzt sind wir ja natürlich gerade in der Planung, wie das Bühnenbild aussehen soll, wie ich mich bewege, was ich anziehe. Und da gehen wir jetzt auch langsam in die Detailarbeit rein und das wird richtig spannend. Das glaube ich. Das glaube ich ganz genau. Dann gibt es natürlich, denke ich mal, auch Pläne jetzt für 23 über den ESC hinaus. Was wird bei dir in der Zukunft passieren? Sind CDs, weitere CDs geplant oder Tourneen dann irgendwann mal oder was kann man sagen? Also ich habe ja meinen YouTube-Kanal, Patty Gurdy, auf den lade ich ja seit 2016 schon so Informationsvideos zu Drehleier hoch, aber natürlich auch meine Musikvideos. Und da wird auf jeden Fall noch eine Menge kommen dieses Jahr. Und naja, dann geht's auch mit meiner Liveband weiter. Ich habe im letzten Jahr das Debüt sozusagen mit meiner großen Liveband auf der Bühne gehabt beim WGT in Leipzig. Und es hat einfach mega Spaß gemacht und ich kann es kaum erwarten, da weiterzumachen. Ja, ich glaube natürlich, die Bühne ist, ja, das gehört beim Künstler mit dazu. Nur so kann er eigentlich auch überleben, weil ich meine, CD-Verkäufe, wir wissen es ja, das ist ja alles nicht mehr ganz so im Fokus, weil es doch alles nur noch über Downloads und so weiter geht. Aber der Auftritte, die glaube, die braucht man. Sonst geht nichts mehr. Ja. Naja, und sie machen natürlich auch irre Spaß. So ist es, natürlich, ganz klar. Also du hast gerade erwähnt hier auch deinen YouTube-Kanal. Wo findet man denn sonst noch was über die Social Media, Instagram etc.? Absolut, ich bin natürlich überall vertreten. Also auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, überall heiße ich Patty Gurdy, PattyGurdy. Da bin ich überall zu finden und habe meinen Content über die Drehleier und meine Musik. Okay, dann lese ich gerade hier noch, im letzten Jahr warst du auch in Israel auf der Bühne irgendwo anzutreffen. Was hat es da damit auf sich? Was kann man darüber noch kurz Genau. erzählen? Ach, ich habe ganz liebe Freunde in Israel von der Band Skardust und von dem Chor Hellscore. Das sind unfassbar liebe und bunte und diverse Menschen, die sich zusammengefunden haben, um Musik zu machen. Und zwar ist es ein Heavy-Metal-Chor und eine Musical-Metal-Band, würde ich das nennen. Und Okay. wir haben einfach zusammen schon diverse Projekte gemacht und dann haben wir uns endlich mal alle in Live getroffen, weil ich rüberkommen konnte. Das war natürlich super schön nach den 2 Jahren Pause. Ja, da sieht man doch immer wieder, Musik verbindet und überwindet auch Grenzen. Und so soll es eigentlich auch Absolut. sein. Na, so soll es sein. Und ich denke mal, das ist ja auch das Schöne am Eurovision Song Contest dann beim Großen, wo wirklich die Nationen alle zusammenkommen und man eine große Party feiern kann. Ne? Du sagst es, wenn es den ersten nicht gäbe, müsste er erfunden werden. Richtig. Und natürlich, ich sage ja früher, ich kannte ihn noch unter, wie hieß es damals so schön, Grand Prix Der Eurovision de Grand la Prix. Chanson. Da hat sich natürlich
auch einiges, sage ich jetzt mal, Gott sei Dank im Laufe der Zeit verändert. Es ist moderner geworden und zeitgemäßer. Und ja, die Zeit damals, klar, das waren auch schöne Sachen, aber man muss natürlich auch sich anpassen. So ist es. Ja. Ja, ich freue mich mega. Richtig. Warst du schon mal so in Liverpool dann auch, wenn es dahin geht? In der Stadt Liverpool weiß ich gar nicht, vielleicht mal als Kind, aber ich habe jetzt keine direkten Erinnerungen daran. Aber ich war natürlich schon in anderen Ecken. Ich war auch in Schottland, habe ich mal studiert, in England war ich mal für einen Monat oder so auf einer Schule. Also ich liebe die Ecke da sowieso. Ja, also gut, klar, Fußballfans, die kennen Liverpool wieder vom Fußball. Na super, natürlich. Ganz klar. Ja, wunderbar. Da wünschen wir dir, wie gesagt, auch ganz viel Erfolg. Ich muss ja hier immer, ich sage es immer wieder, neutral bleiben. Ich gönne es jedem. Wirklich sind diesmal wirklich sehr, sehr tolle Titel dabei. Und vor allen Dingen auch die bunte Vielfalt gibt diesmal sehr viel Potenzial her, da wirklich hoffentlich das Richtige rauszusuchen. Ja. Absolut. Ja, ich danke dir. Ja, wunderbar. Und dann würde ich sagen, bleiben wir mal in Kontakt und ich drücke ganz fest die Daumen für alle natürlich, aber einer kann es wirklich ja nur sein letztendlich. Ne? Ja, und vergesst nicht zu voten und am 3.3. einzuschalten. Genau, du darfst jetzt nochmal an deine, wie heißt es so schön, Guardians, deine Fans noch eine Botschaft loslassen. Was müssen sie tun? Absolut, genau, also am 3.3. Ich glaube, die genauen Informationen zum Voten werden bald noch kommen. Also soweit ich weiß, wird es ein Online-Voting geben, als auch natürlich der typische Telefonanruf am Abend. Ich habe aber auch noch eine andere Nachricht an alle, die zugucken. Und zwar meiner Community sowie auch mir ist das Thema Mental Health auch sehr wichtig. Deswegen bis dahin und auch weiterhin, gebt auf euch Acht, hört einander zu. Das ist mir ein Anliegen. Sehr schön. Ich sage mit diesen Worten recht herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Und den Zuschauern sage ich auch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, auf unserer Plattform Promigeflüster gibt es eine Unterseite ESC 2023. Da findet ihr unter anderem auch die Interviews zusätzlich nochmal. Und auch eine Playlist, YouTube-Playlist. Da habe ich alle Songs reingepackt. Die könnt ihr euch dort die Titel alle mal anhören. Wäre schön, wenn er da Gebrauch macht davon. Gut, dann danke dir. Ich danke dir. Tschüss.